Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Golf with Your Friends hier mit der Ecki. Hallöchen, Ecki. Hallöchen. Wir haben uns hier mal die Map Twilight geschnappt und versuchen uns da jetzt mal gegenseitig so ein bisschen zu battlen. Wir haben ein bisschen rumgetestet schon vorher, das muss ich zugeben. Und die Ecki und ich haben uns da immer extremst knappe Kämpfchen geliefert. Ja. Und das wollen wir mal hoffen, dass das jetzt hier so bleibt, denn ansonsten wird es ja wenig spannend, ne? Siehst du eigentlich, wie wir leuchten? Ja, klaro. Wir leuchten hammerschön. Das sind Glühwürmchen. Oh. Und das Spiel, wenn euch das gefällt, dann können wir da auch gerne mal noch ein paar andere Leute mit reinholen. Das kann man nämlich mit mehr als zwei Leuten spielen. Beispielsweise die Bibi oder die Caro. Oder alle. Oh. Alle Leute. Sag mal, müssen wir da rein? Nee, müssen wir nicht. Deswegen will ich da jetzt vorbei. Das Loch ist nur versteckt, weißt du? Oh. Ach nö, das ich hasse ich ja. Ja, geh weg. Ecki ist manchmal ziemlich doof. Nein. Und schon führt die Ecki mit einem Punkt. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist doch Schiebung. Du Scheiße. Looping. Und ich bin durch. Yeah. Hast du Volldampf? Immer Volldampf. Nee, nicht Volldampf. Auf gar keinen Fall Volldampf. Dann schaffst du es nämlich. Das ist nicht gut. Boing. 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 Also ich bin ja drin. Ja, ich bin auch gleich drin. Da. Zack. Mist. Glühwürmchen eingelocht. Ja. Oh Gott. Ach, heilige Mimi. Was muss man denn da machen? Ah, so. Du kannst mit Mausrad rauszoomen und dir so einen kleinen Überblick über die Map verschaffen, ne? Das ist eine gute Idee, du. Was ich? Hörst du bitte auf, mich zu beleidigen schon wieder? Nee, ich dachte, das ist eine gute Idee, du. Oh. Ja, du, Honk sollte das bestimmt heißen. Nein. Ein bisschen schon. Vielleicht ein bisschen. Okay. Ah! Ja, Ecki, ein bisschen. Jetzt. Komm, gib dir mal einen Ruck. Gib dir mal, es kann nichts passieren, außer dass du noch weiter hinten liegst. Ja. Ich bin drin und zack, er folgt. Folgt, er sagt, nee. Ich bin voll, genau. Du bist voll. Müssen wir da rein? Nein. Wenn du guckst, dahinter steht die Fahne. Oh Gott. Und wie die da steht. Ach du Scheiße. Ecki, du musst vorsichtig sein. Jetzt roll ich aber da rein. Wirklich sehr vorsichtig. Ist nicht so schlimm. Dann kommst du halt am Anfang wieder raus. Nee, doch nicht. Und ich bin drin. Ja! Oh Gott. Ja, da solltest du vielleicht nicht hin. Ecki, nicht so fest, du musst da nicht hin. Du musst nur über den Hügel drüber. Oh Gott, siehst du? Oh. Das war ein Prachtschuss. Und jetzt kannst du... Ja, Ecki hat's geschärfelt. 3 Punkte Unterschied. Das wird wirklich sehr spannend. Okay, gucken wir mal. Wo soll man denn da hin? Oh Lord. Alter, ich hab gecheatet. Du hast aber richtig gecheatet. Ich hab gecheatet. Ich bin der Cheater. Ich mach sowas nicht. Nee, du bist sehr zaghaft, was das angeht. Du hast auch gecheatet, du bist einfach an der Seite runter. Ich hab das doch genau gesehen. Ja. Da hab ich dann doch vielleicht gecheatet. Nicht rein, nein. Jetzt aber. Ja, 3 immer zu 4. Noch 3 nee, 4. 4, ja, Entschuldigung, kann ich zählen. Konntest du das jemals? Ja, früher mal. In der Schule habe ich das mal gelernt, aber mittlerweile habe ich das verlernt. Oh, hi. 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 Okay, ganz vorsichtig und dann... Bleib stehen. Ich bleib nicht stehen. Nee, der Ball soll stehen bleiben. Oh. So, und jetzt abrennen. Habe ich gut gemacht. Mann, bin ich ein super Kerl, ey. Ecki, komm, zeig uns, was du drauf hast. Und? Geht er? Der geht? Nein, der geht, nicht. Der geht. Was? Ich hätte sie gegönnt. Krass. Das war jetzt echt ein bisschen. Und 5 Unterschied. Also Ecki macht immer so irgendwie so einen Einzelnen. Oh Gott. Okay. Also ich würde ja jetzt... Ich gebe mal nicht volle Kanüle. Volle Kanüle wäre wahrscheinlich nicht richtig gewesen. Wir sollen jetzt da diesen Berg hoch, ne? Ja. Wenn ich das richtig verstehe, dann ja. Stehen bleiben, Ball. Das Doofe ist, der Ball ist oben ziemlich... Ich hab's geschafft! Oh Mann, wie macht das? Komm schon, Ecki.
Hui. Ein bisschen festiger. Festiger? Okay. Ein bisschen festiger in den Haaren. Ecki. Ja, ich festiger. Kann das. Ja, ich mag das schon festiger. Nicht so zaghaft festiger. Der neue Festiger von zaghaft. Ich glaube, du musst dich erstmal positionieren. Ja, ja. Ich glaube auch. So, jetzt. Oh, das ist die perfekte Position. Und jetzt nicht zu feste. Du liegst ja ziemlich nah dran. Oh, okay. So, und jetzt rollst du von alleine rein. Siehst du. Und schon 9 Unterschied. Ja, nee, das mehr. Doch. 11. Nee, doch. Hä? 45 zu. Nee, warte mal, wie waren die Punktezahlen? 24 zu 35. 24 zu 35 sind 11, ja. Da hinten soll I see. I see you. I see fire burning the trees. Hui! Oh, nee, ich hab's fast in ein anderes so. Loch geschafft. Von einer anderen Bahn. Okay. Ecki, kannst du jetzt bitte aufhören? Womit denn? Mit gut zu sein? Ich bin nicht gut. Bisschen schon. Nein. Oh, guck. Ich bin drin. Ich komm noch nicht mal den Berg hoch. Ja, da musst du halt ein kleines bisschen tricksen, ne? Oh, ja! Eggbird hat's geschafft. Ja. Die Musik ist mir schon zu beruhigend eigentlich, weißt du? Ja. Das passt einfach nicht zu unserem rasanten Spielstil. Da ist ja eine Rutsche. Eine Rutsche? Nee, da darfst du nicht längs. Ich bin da jetzt schon drin, das heißt, ich habe die gemietet. Und da darf sonst auch niemand dann rein, weißt du? Gut. Bin ich auch nicht. Ich bin einfach Wasser und ja, Becken. Wasser und Becken? Okay. Ja. Irgendwie liegt mein Ball hier im Wasser und wird nicht zurückgesetzt. Ach, man kann hüpfen im Wasser. Okay. Das heißt, ach so, stimmt, es gibt, glaube ich, irgendwo eine Map, die man mit Hüpfen bewältigen muss, aber ich weiß nicht, welche das ist. Fragen Sie mich dies bitte nicht. Ich bin wieder da. Hallo. Hui. Sehr schön. Oh, der geht nicht rein. Schade. Aber ich glaube, du bist trotzdem irgendwie gleich auf mit mir. Nein. Oh, nee, dann jetzt nicht mehr. Nee. Hey, doch, 6-6, doch, okay, gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh Gott! Tschüss. Irgendeiner von denen wird richtig sein, ne? Nee, die sind eigentlich alle richtig, nur, die Frage ist, mit welchem kommst du am weitesten nach unten? Ah. Weil das sind mehrere Lagen, weißt du? Oh. Lagen. Silbernlagen. Was? Musikanlagen. Ich weiß ja nicht, was du hier schon wieder brabbelst. Ach, komm schon. Lagen. Lagen. Mehrlagiges Nutella-Brot. Seht ihr, wie er cheatet? Er cheatet jetzt, Hammer. Ich cheate gar nicht. Ich habe keinen Hammer. Das ist das Cheater. Problem an der Sache, obwohl ich gerne einen Hammer hätte. Lol, da kann man durchfallen. Das solltest du mir jetzt aber nicht sagen. Oh. Warum eigentlich nicht? Okay, ist doch nicht gar nicht mal so schwer eigentlich. Becky, machst du sehr schön. Und du hast es geschafft. Das Problem ist für dich halt, ich bin schon im Loch. Ecki, du musst noch ein bisschen üben, dieses Spiel, ne? Ja. Aber bitte nicht zu viel, ich möchte nämlich immer gewinnen. Oh, Ecki! Vor allen Dingen, das sah bei mir schon so aus, als wäre der schon drin. Und dann flutscht der wieder so raus. So flutsch! Oh, vor allem werden die Dinger ja noch schwerer. Nee. Doch. Was kommt denn so vor? Die Caro ist da. Hallöchen, Caro. Hey. Hallo, Karöchen. Die Caro nimmt jetzt mit auf. Nein. Ah, wir spielen schon, Caro. Und wir nehmen schon auf. Oh, dann viel Spaß.
Ja, danke. Zum Glück hast du nicht gerülpst oder gefurzt oder so. Mach ich noch. Okay, leg mal los. Nee. Okay, dann nicht. Dann nicht. 47 zu 65, das sind 13, das sind 18. Ich hab voll verloren. Nicht so negativ denken. Hui! Eggbird, bird is a bird. Nein! Wie kann man... Oh je. Gesundheit! Ich bin ein Ninja! Wakadai! Och nö, och Leute. Da. Eggbird is a bird. Ich bin drin. Nee, Eggbird is a bird. Is a bird. Eggbird, bird, bird is a bird. Eggbird, bird. Okay, wo geht's denn jetzt hier hin? Ach du Scheiße. Oh, guck mal, ich glaube, rechts von uns ist das Loch. Dann möchte ich aber bitte in die Richtung, weil die scheinen kürzer zu sein. Aber nicht und die Nein. Tschüss, Ecki. Tschüss. So, das habe ich schon mal. Und dann geht's hier Rune. Okay, ich nehme doch den anderen Weg. Nee, nee, du kannst den ruhig gehen da oben. Das gibt mir noch ein bisschen größeren Vorsprung. Also, du hilfst damit auch Leuten. Wirklich jetzt. Ja. Ich bin eigentlich immer ein hilfsbereiter Mensch, aber in der Hinsicht nicht. Aber wenn es ums Gewinn geht, dann doch nicht mehr, ne? Nein. Sollst du darüber kommen? Ich glaube, da musst du ein bisschen fester schlagen. Nur noch ein bisschen fester. Noch ein bisschen fester. Oh. Eggbird. Jetzt aber. Ich habe eben angekündigt, dass das Duell zwischen uns knapp wird. Ist auch ganz knapp. Ganz knapp, das siehst du doch. Ach so, gut. Ich hole gleich noch voll auf. Okay. Ich bin sehr gespannt. Wirklich jetzt. Also wirklich ohne Quatsch. Mann. Scheiß Ball, ey. Ja, nein. Ah, ist das schön. Vor allen Dingen, wie sie den Ball schon wieder die Schulter in die Schuhe schiebt. Ball, du bist dran schuld. Ja, der Ball ist schuld. 57 zu 84, Ecki. Ja. Das ist nicht gut. Nein! Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ich glaube, du musst genau über das Hausdach drüber und dann ist auf der anderen Seite so ein... Tschüss! So eine Regenrinne ist hier, glaube ich, irgendwo. Ah ja, stimmt, denn die fliegst du automatisch rein und dann will ich zum Beispiel jetzt hier gerade wieder raus. Genau. Ah, ich auch. Nee, ich bin auf der anderen Seite rausgeflogen. Guck mal, neben dir ist noch eine Regenrinne, die führt aber ins Leere. Bird, drinne. Bird, bird is a word. Eggbird, bird ist drin. Und is a word, nicht vergessen. Is the word, genau. das ist die beste Idee, die wir jemals hatten, dieses Spiel zu spielen und dabei Lieder zu singen. Was ist denn jetzt hier los? Ah, ich weiß, was hier los ist. Da war doch das eben, was ich mit Wasser gesagt habe. Wir müssen jetzt hier ins Wasser plumpsen, da unten. Ja, hier. Plumpsen. Und dann mit Linksklick springen und dann liegst du hier oben. Oh. Nur, wie geht's jetzt weiter? Das ist halt die Frage. Hä? Da ist eine Diele. Ach so, guck mal. Ach, gucke mal. Wir müssen da gar nicht hochspringen. Wir müssen hier hin. Aha. So, und jetzt können wir da runterfahren. Und hoffentlich kommt jetzt Ecki nicht nach. Sie kommt natürlich nach. Natürlich. Und sie hat es genauso soweit geschafft wie ich auch, nämlich nicht weit. Nee. Oh, Ecki, viel Spaß wünsche ich dir beim Ausrollen. Das dauert nämlich Ewigkeiten. Und da. Ah, nein! Ja, jetzt muss erstmal Ecki nachziehen. Hat sie getan. Ja. 69 zu 94. Ecki, das wird aber noch spannender. Bitte. Naja. Hä, wie war denn das hier jetzt nochmal? Da unten soll er, glaube ich, hin, ne? Wo da unten? Ja, ins Wasser. Hinten ist nicht die Bahn weiter. Ich probiere es einfach mal. Ich mag Wasser. Das war falsch. Ah, da geht die Bahn weiter. Ja, okay, ich sehe es. Oh Gott, hier drin sind Minenkarren. Was?
Hier drin sind Minen, Karin. Okay, wie bist du jetzt da reingegangen? Ich habe einmal nach vorne gespielt, mich sozusagen ausgerichtet und dann einen Schlag reingesetzt. Und jetzt bin ich neben das Spielfeld gefallen. Und gehe ich rein? Ich gehe, glaube ich, rein. Nein, ich bleibe eine Sekunde. Ja, Eggbolt. Oh, ich bin drin. Is the word. Ich sag's ja immer wieder. Ja. Oh. Das war zu fest. Und nochmal zurück. Ich positioniere mich. Okay, positioniere dich mal. Ich glaube, das ist die letzte Map, oder? Das ist die letzte Map, ja. Jawohl. Ich hab verloren. Nee, also, du gewinnst jetzt noch. Die sind auch überhaupt nicht langsam, ne? Nee, die sind schnell. Ja. Jetzt bleibst du genau da liegen, wo ich eben liegen geblieben bin. Ja! 76 zu 106. Das sind 30 Punkte Unterschied. Nein, das bildest du dir ein, Ecki. Aber, naja. Gut, dann würde ich aber trotzdem mal sagen, das war's mit der heutigen Folge von Minigolf mit der Ecki und zu teilen auch mit der Caro. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir bitte auch in die Kommentare, ob ihr das gerne wiedersehen wollt oder nicht. Natürlich könnt ihr dafür auch gerne einen Daumen nach oben oder unten da lassen, je nachdem, was ihr da gerne hättet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zusehen und bis dann. Tschüss! Tschüss!